Hallo Leute, hallo Friends. Today I will introduce the Victorinox Scissors to you. Heute möchte ich euch die Victorinox-Schere vorstellen. Ich wusste bisher gar nicht, dass es die gibt. Nennt sich Superschere. Na ja, dann schauen wir mal. If you want to read this, just pause the video for a short moment. Wenn ihr das lesen wollt, einfach kurz auf Pause drücken. Was mir an der Schere gefällt, ist dieser super sexy Anschliff da. Seht ihr das? Das habe ich noch nie gesehen bei einer Schere. There's a very sexy grind here on the to the scissors point. See this? Very nice and smooth action and sound. Es hat einen sehr schönen, ganz zarten Klang beim Schließen. Schließt butterweich. Steht drauf: Made in Germany for Victorinox. 55 Rockwell. 55 Rockwell. 7.6363, 7.6363, ich weiß nicht, ob das der Stahl ist. 55 Rockwell für eine Schere, Leute, das ist der Hammer. This scissors costs 13,50 € in Germany. Diese Schere kostet 13,50 € in Deutschland. Wenn das Victorinox Qualität ist, sich als solche herausstellt, ist das ein Schnäppchen. Habe ich im Raiffeisen Shop gekauft. Ich finde das so sexy, seht ihr die Phase da? Das ist dermaßen sexy. This is so sexy grind. Really pointy. Really nice. This is so smooth. You can adjust the action with the screw. Ihr könnt hier, you can tighten or loosen it. Ihr könnt die Schraube hier einstellen. Steht aber in der Verpackung, um sie härter einzustellen oder weicher. Hört ihr das? This is a really soft, very decent sound. Sehr guter Sound. Okay, let's make a hard test with this baby now. Have much fun with my video now. So, hier haben wir mal ganz dünnes Zeitungspapier, very thin newspaper. Wow. Wow, perfect. Bisschen die Spitze. Ja, scharf bis in die Spitze, very sharp, even in the tip, ja. Extremely sharp, right out of the box, of course. Cool, sehr scharf beim typischen Schneidetest. Here we got some plastic stuff. Hier haben wir ein bisschen Plastiktüte. Ja, unfassbar. Absolut exakt und scharf. Very precise and sharp. Cool. Very good. So, ganz schwierig zu schneiden. Toilettenpapier können wir mal ausprobieren. Wenn sie jetzt nicht scharf ist, dann taugt sie nichts. Dann taugt sie nichts, ja. Wow. Toilet paper is really hard to cut. If your scissors are not sharp, you cannot do this. Wenn eure Schere nicht scharf ist, kann sie das nicht tun, dann rupft sie. Oder dann geht das Toilettenpapier zwischen die Schereblätter. So this is really, really sharp. Even toilet paper, no problem. Cool. Plastikbecher. Cool. Piece of cardboard, bisschen Karton. Ja. Super. Also, lasst uns ein bisschen erhöhen die Härtegrad. Let's raise the bar a bit. This is our zip tires for electricians. Das ist ein Kabelbinder. Ja, easy and fast, schnell und einfach, unfassbar die Schärfe, really cool, this sharpness. Okay, let's try some electrical wire, Elektrokabel, 3 x 1,5 Quadrat,
That's so easy. Look at this. Das ist ja wie Nudelschneide. Extremely sharp. And this is copper wire. 3 times 1.5 mm. 3 mal 1,5 Quadrat Kupferkabel. Außenleitung, Outdoorleitung, Ölfleck. So, das ist eine rosa Pflanze. This is a rose plant. For cutting something like this, every gardener knows you have to have really sharp blades. You need a very clean cut for not destroying the roses. Ihr müsst, um Rose zu beschneiden, eine sehr scharfe Klinge haben, sonst zerstört er die. Wow. That's that simple. Very clean cut. Sehr sauberer Schnitt. Einwandfrei. Also man könnte auch die Rose damit beschneiden. You also can cut your roses with it. If you want. Some poison ivy. Das ist Efeu. Ja, Leute, das ist unglaublich. Das Ding, das schneidet ja, da kannst du ja quasi eine Frisur machen. Für den Efeu. Hier haben wir wieder so ein Dornengestrüpp. Das ist, glaube ich, Brombeere. Das ist so simple. Das ist so einfach. Ich heb das noch nicht mal fest, seht ihr? Das könnte wegfedern, aber gut. Muss immer noch alles mit dem ersten Anschliff. Und ich habe bereits Kupferkabel geschnitten. So, hier habe ich ein bisschen Haselnuss. Das ist am Hazel von Simon. Hey. Even this works, sogar das geht. Das sind ungefähr 4 mm, 5 mm Haselnussstecke. Das sind zwei. Das sind 6 mm. 3. Cool, you can cut hazel with it. Ein bisschen Brombeere. Some Fairwood. Ein bisschen Reisig. Tanne Reisig. Works. Cool. Das war mal der Plastikgriff einer kleinen Gießkanne. Very easy. So, cool. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen Fichteholz batonen. Mit der Schere. Let's batten some firwood. I hope I won't hurt myself. Das ist eine Krise hier, du. Okay. That does not work. Das funktioniert wohl nicht. Muss es auch nicht. Try the other pair. Okay, Batone ist nicht. Wait a little bit. I came in the wood. Ich kam ein bisschen ins Holz. And this is an abuse, of course. Das ist natürlich ein Missbrauch. Let's see if it's still alive. Mal gucken, ob sie noch am Leben ist, die Schere. Jo, gemacht hat sie gar nichts. Ist auch nicht verbogen. It is not bent. It's still in perfect condition. Okay, I was lucky. Bit of a tin can. Eine Reservedose. That goes good. Das geht gut. Oh, not bad, huh? Nicht schlecht. Mitsamt dem Müll. With scissors. Für 13 Euro Schere. Nicht schlecht. There's no damage to the edge. Keine Beschädigung an der Schneide. Wir gucken uns die nachher noch ein bisschen näher an. So, eines der wichtigsten Aufgaben für eine Schere überhaupt. Voilà, das Öffnen einer Bierflasche. Prost! Mhm.
So, jetzt überfahren wir das Teil mal. Dann schauen wir mal, ob die Plastikgriffe was taugen. Tja, no problem. Hat überlebt. Das hat sich überhaupt nicht beeindruckt. Everything's perfect. You hear the sound. Still good. Absolutely no problem. Not one crack, not one scratch. Nicht ein einziger Kratzer. Nicht ein einziger. Ich habe doch nicht gedacht, dass die Schere bei mir um den Autodachtest herumkommt. Das hämmern wir mal jetzt rein. Das Problem jetzt hier ist, oder halt der Test, der Härtetest, these are plastic handles, not metal. Das sind Plastikgriffe. So if I hit it with a hammer here, wenn ich es da oben mit dem Hammer treffe, it makes like this. And it possibly can break. If it does this, then it is not a fail. Because the scissor does not have to do this. Also wenn es jetzt dabei zerstört würde, ist das sicher kein Mängel an der Schere. Die Schere ist bis jetzt absolut top. Also ich kann sie nur empfehlen. Ihr habt gesehen, was die alles zu leisten vermag. Das ist schon ein geiles Teil. Ja, this is a really good scissors. But anyway, we try to penetrate a car roof with it. Schutzbrille. What's up, crazy shit? Was verrückt. Here we are. So, let's try to get it out. Well, no damage to the tip. Keine Beschädigung an der Spitze und auch an der Schneide. This is really cool. The tip became a little bit blunted. Die Spitze ist ein ganz klein bisschen eingestumpft, aber das ist im Zehntel Millimeter Bereich. So, and now without video cut und jetzt ohne Videoschnitt, schaue, ob sie danach noch dünnes Zeitungspapier schneidet. Let's see if it's still able to cut newspaper. Which is very thin paper. If it is dull, it cannot cut this. Wenn es jetzt stumpf wäre, kannst du das nämlich schneiden. Ha! Look at this. Perfect. Perfect cut. Only one paper. One moment. Nur mal eine Seite, die ist ja sehr dünn. So. Let's see. We're perfect. Look at this. Schaut euch das an. Bis in die Spitze, scharf, sharp till the tip, up to the tip, up to the point. Very, very sharp, still, still very, very sharp. You hear the nice smooth sound of the scissors. Hört ihr den geilen Klang von den Schereklinge? Still good. Everything is so beautiful after going through a car roof. And you saw, I did not make any video cut for resharpening. Ich habe keinen Videoschnitt gemacht, um es etwa nachzuschärfen, mal schnell. Super. Really cool. Really good. Wunderbar. I must say, this Victorinox scissor are straight out of hell. From hell waits, yeah. Diese Schere ist wirklich
ihr Geld wert. 13,50 Euro, keine Beschädigung nach allem, was ich gemacht habe. Selbst die Griffe, habt ihr gesehen, die Plastikgriffe haben die Schläge ausgehalten. Die Hammerschläge. Ja. Although this plastic is very tough, I hit with a hammer. Everything still perfect. 10 of 10 points. Thanks for watching. Your BFG Scissorhands.